Ja, hallo, hier ist der Quert und ich begrüße euch zu den Cluster News. Zu Anfangs dieser Folge haben wir ein Halo Easter Egg aus Destiny. Hier könnt ihr ein Gebäude finden, das dem Helm auf der Master Chief Collection sehr ähnelt. Wo wir gerade bei der Master Chief Collection sind. In den letzten Tagen wurde nun auch die verbleibende der 6 remasterten Maps geleakt. Dabei handelt es sich allem Anschein nach um die Map Warlock, welche in der Collection unter dem Namen Warlord zu finden sein wird. Die Hardcore-Fans unter uns werden diese Map auch aus Combat Evolved als Wizard bzw. Zauberer kennen. Da es sich dabei um einen Leak und nicht um eine offizielle Ankündigung handelt, gibt es leider auch noch kein Gameplay bzw. Bildmaterial der überarbeiteten Map. So in etwa verhält es sich auch mit der Map Blood Gulch, von der wir bisher nur Concept Arts zu sehen bekamen. Mit 67.255 Vorbestellungen ist die Master Chief Collection auf Platz 15 der am meisten vorbestellten Spiele und das nur in Nordamerika. Diese Zahl ist ein wirklich beängstigend schwaches Ergebnis. Leider wird sich aber in den letzten Monaten wohl nichts mehr daran ändern können, da die Frist für die Vorbestellung mittlerweile erreicht ist. Andererseits steht bald das Weihnachtsgeschäft bevor und das könnte die Lobby nochmal ordentlich füllen. Zudem wird die Zielgruppe noch zusätzlich durch die Jugendfreigabe von 16 Jahren vergrößert, was im ersten Moment nicht einleuchtet, da Halo 3 2007 noch ohne Jugendfreigabe auf den deutschen Markt kam. Aber die Zeiten ändern sich und mit ihr die Erfahrung und Toleranz. Wobei das selbst für damalige Verhältnisse lachhaft war, da Halo 3 im Jahr darauf mit derselben Altersbeschränkung wie Dead Space in den Regalen stand. Alarmierend ist aber, dass Halo 4 im Vergleich mit unglaublichen 861.131 Vorbestellungen fast 13 Mal so viel vorbestellt worden ist. Das ist schon ein gigantischer Unterschied. Wobei man beachten muss, dass der Generationswechsel von Xbox 360 zu Xbox One hier auch noch eine große Rolle spielt. Halo 5 hingegen lässt einen Funken Hoffnung zu, da es jetzt noch zu einem sehr frühen Stadium mit bereits 63.558 Vorbestellern fast gleich aufzieht. Insgesamt macht es den Eindruck, als würde Halo 5 mit sehr großen Erwartungen verbunden sein. Diese große Euphorie wird auch auf YouTube deutlich. Neben zahlreichen Diskussionen, Theorien, Fantrailern und ähnlichem ist in den letzten Wochen der Halo 5 Minecraft-Trailer besonders hervorgegangen. Den Link zu dem ganzen Video findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Nun sagt Community Manager David Dake in einem Interview, die Abkehr von Halo sei befreiend gewesen. Jetzt hätten sie die Gelegenheit, auf einem leeren Blatt neu anzufangen. Wenn man die Marken jedoch vergleicht, wird aber deutlich, dass das Blatt wohl doch nicht so leer ist. Ursprünglich sei die Halo-Reihe gar nicht als solche geplant gewesen, sondern resultierte aus ihrem enormen Erfolg. Die Übernahme seitens Microsofts 343 Industries wurde im Allgemeinen von vielen angestellten Bungies befürwortet. Damit wäre auch mal wieder eine weitere Folge Halo Cluster News vorbei. Falls euch dieses Video gefallen hat, gebt ihm doch einen Daumen nach oben. Weitere dieser Videos findet ihr auf unserem Channel, den ihr natürlich, falls noch nicht geschehen, gerne abonnieren könnt. Eure Meinung interessiert uns enorm, da lasst sie auch in den Kommentaren. Ciao und tschüss, sagt der Quert.